Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde The Forest. Da kommen ja gerade welche. Dann gehen wir oben lang. Einer hat mich gerade richtig erschreckt. Und zwar habe ich oben einen gehört. Ich war mir nicht sicher, ob der hier oben ist oder hier schon unten war. Und dann bin ich halt jetzt von da oben runtergekommen. Stand dann nochmal kurz hier, wollte mal gucken, wie viele Knochen ich noch habe. Und dann kommt er hier runtergesprungen. Die greifen an. Ah, ups. Mit dem Licht sehen sie uns natürlich. Ja. Wollen sie ja Spaß haben? Da wir jetzt die Pistole haben, dachte ich mir, fangen wir mal an, systematisch diese 6 Punkte, die 6 Höhlen abzugehen. Wir fangen von Schnauze. Wir fangen oben nördlich an und arbeiten uns dann so runter. Vielleicht schaffen wir mal die ganzen Quests. Na, trauen sich noch nicht rein. Wollen sie ruhig spielen. Wollen sie ruhig spielen. Ja, wir gehen jetzt quasi einmal rum. Machen wir was zu essen. Hauen uns erstmal was zu essen rein. Soda und das können wir auch eigentlich als erstes essen. Das geht ja gleich schnell weg. Oder sagen wir mal so, es ist eher wahrscheinlich, dass wir das in den Höhlen jetzt finden. Das mit dem Bären habe ich noch nicht gerafft. Wie das am besten geht. Aber na gut. So, jetzt haben wir es, glaube ich, Tag 64, 65. Irgendwas in dem Dreh. Da kann man ja mal anfangen, seinen Sohn zu suchen. Meinen Sohn zu suchen. Ach, jetzt kommen wir von hinten. Hier so rüber müsste doch gehen, ne? Das ist zu nah. Wahrscheinlich. Ich habe keinen Bock, jetzt hier außerhalb mich in Kämpfe verstricken zu lassen. Vor allem, wenn es zu viele sind. Okay. Weiter, 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 weiter. Okay, sie laufen da am Hang lang. Okay. Dann können wir den Moment nochmal nutzen. Nochmal auf die Karte. Ach, wir sind zu weit rechts. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Wenn wir natürlich ein, zwei noch töten würden. Ach, Bambi brauche ich nicht. Ein Waschbär oder sowas müssen wir nochmal finden. Damit ich da endlich die Winterrüstung machen kann. Ist das überhaupt wieder im kalten Gebiet? Könnte sein, ja. Knochen können wir noch gebrauchen und Knochen könnte man auch auf Reserve legen. Dass man halt in der Höhle dann halt nochmal Rüstung machen kann, weil die Rüstung wurde sehr schnell weggeschossen, geschlagen. War schon da? Nee, ne? Und höher und weiter nach links. Weiß man ins Dickicht rein, damit sie uns vielleicht nicht sehen. Haben wir schon. Okay. Ein paar Äste wär noch cool. Falls wir uns da nämlich ein Lagerfeuer basteln müssen. 5 Steine haben wir. Stöckchen könnte man noch gebrauchen. Da sind noch ein, zwei Bäumchen.
Wer weiß, vielleicht gibt es da auch wieder einen Schwimmpart. Müssen wir uns ja irgendwie wärmen. Und das geht ja mit einem schönen Lagerfeuer immer am besten. Okay, wir sind voll. Ich überlege gerade, ob wir die Höhle überhaupt schon mal entdeckt haben. Aha. Auf der Höhe sind wir schon. Hau ab, Wildschwein. Ich habe jetzt keinen Bock auf dich. Oh, haust du ab. Oh, hier ist Aloe Vera. Oh, cool. Oh, wo ist der Höhleneingang? Ach du Scheiße. Das ist ein Mutant oder so, ne? Ja. Waren wir hier mal? Voll füttern hier. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ah, hier wurden wir vom Krokodil angegriffen. Aber wo war hier die Höhle? Apropos Krokodil, da ist eins. Stirb doch mal. Lass mal alle Pfeile her. Ist ganz schön laut. Höhle. Ich hätte es getippt, dass es... Ach ja, ich glaube, die Karte passt ja nicht zu 100% da, wo wir waren, ne? Das Problem hatten wir doch auch schon mal. Ja, sollten hier jetzt laut Karte ziemlich nah sein. Sogar drüber. Ich glaube, diese Karte ist scheiße. Hier vielleicht? Hm. Doch, passt eigentlich ziemlich. Okay. Dann herein spaziert. Oh, da war auch irgendwas mit To-Do-Liste. Neuer Eintrag in der To-Do-Liste. Tote Höhle, feuchte Höhle. Ach, das ist bestimmt die feuchte Höhle, oder? Höhle im Abgrund. Ich weiß nicht, sind die neu? Machen wir erstmal Licht an hier. Ich suche nur meinen Sohn. Okay.
Okay, Passagiere gefunden. Ah, Uhren habe ich eh schon genug. Wenn wir jetzt die Leichen hauen würden, dann würden wir noch ganz viel ganz viel Dollarscheine kriegen, aber ah, guckt euch das da oben an. Scheiße, kriegen wir die hier von hier oben gesnackt? Können wir mal. Nein, scheiße. Ah, weiß. Brandpfeil. Und Brandpfeil aktivieren. Los Silos und Feuer. Oh. Hm. Hat ja sagenumwoben super funktioniert. Mich gar nicht. Scheiße. Gucken wir mal kurz unten. Und hoffentlich ist da irgendwie ein Felsvorsprung. Irgendwo, wo wir uns vor diesen Mutanten verstecken können und quasi von dort dann angreifen. Das sieht alles scheiße aus, bin ich ganz ehrlich. Vorne eine? Nee. Na, ärgern Sie den oder was? Ja. Machen wir Folgendes. Wir snacken nochmal. Hilft ja nichts. Ah, komm hier auch ab. Hoch da! Der muss weg. Ich auch. Boah, es wird mir zu viel hier. Muss er knusprig werden, verdammt. Warum stirbt er nicht? Ah, fuck you. Oh, fuck you. Fuck you too. Fuck you too. Me too. Ah, fuckt euch alle, ey. Katana, Joe, Katana. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Scheiße, ey. Hilft nix. Lagerfeuer her. Ich brauch Knochen. Ich glaube, wir machen das einfacher erstmal. Haben nicht alles kaputtgeschlagen, die Schweine. Das ist halt das Problem, wenn man keinen Rückzugort hat. So, kann ich aus denen auch was basteln hier mit der Mutantengeschichte? Echsen. Oh ne, Echsenhaut könnte ich kombinieren. Weiß ich nicht, ob was man machen kann.
Ich denke auch, damit kann man bestimmt eine Rüstung machen, aber ich kann es wahrscheinlich noch nicht, weil ich zu dumm bin oder so. Oder ich muss es noch irgendwie entdecken, wer weiß. Bin ich verseucht? Wir waren ja schließlich im Nahkampf. Nee, alles gut. Ich will nur eure Knochen haben. Geht doch. Genug Knochen. Ja, ein paar habe ich auf Reserve gelassen. Das ist mir zu wenig. So. Tragen, tragen. Was essen, was trinken. Gut. Das war Runde 1. Jetzt brauchen wir ein paar Kannibalen. Mal ein bisschen Licht anmachen. Okay. Tut mir leid mit euren Kreuzen, aber ich muss da durch. Toll. Doppelwand. Okay. Das sieht nach einer längeren Geschichte aus. Da ist auch nur ein Totenkopf. Hier geht ein Seil runter. Erstmal checken, dass wir hier oben alles haben, bevor wir tiefer gehen. Beinchen und ein Ärmchen. Ich pack einen da. Ah, jetzt brauchen wir nur die Beinchen. Haben wir das Spielzeug fertig? Hier gibt es bestimmt wieder einen separaten Ausgang. Oder nicht. Ne, ein paar Drinks. Was ist denn das für ein Stein? Tücher! Sind wir allein? Oh ne, Babys. Scheiß Babys. Wollen wir die Lichter machen hier? Oh, ist das ein Tüchertraum. Ein Stöckchen. Kann ich auch gebrauchen, was? Boah, ey, wie viel Tücher. Wir hatten echt mal vor langer, langer Zeit Tücher gesucht und hier kriegen wir es hinterhergeworfen. Nice. Ich glaube, wir sind jetzt auch ein Stück runtergegangen. Ohne uns abzuseilen. Oh, Dynamit? Dynamit? Ah, wir sind voll mit Dynamit. Nee. Leuchtfackeln, die sind eigentlich egal. Alle Babys erwischt. Gut gemacht. Alle Babys weggesnipert. Nee. Noch mehr Seil, aber wir hatten
Ach du Backe. Ich gehe den Weg mal lang, aber dann kommen wir bestimmt dahin, wo wir uns hätten abseilen können. Nur nicht, dass da noch was liegt. Ach, da geht's wieder. Hä? Wo wäre man da hinten hingekommen? Also wir können da runterklettern oder hier runterklettern. Schauen wir mal. Solange wir nicht tauchen müssen. Versuchen wir was mit Laufen, ne? Geronimo! Nein! Geronimo! Alter! Ich wäre fast runtergeflogen. Hä? Könnten wir uns nicht hier irgendwo auch abseilen? Ach, dann wären wir hier runtergekommen. Ah! Hier ist auch ein Bild. Gut, dass ich nochmal lang gegangen bin. Ah, das ist hier irgendwie so eine Pistole... Pistolending, was wir ja schon gefunden haben. Also nach diesen Bildern, die Bilder zu suchen und danach die Pistole, ich keinen Bock. Wahrscheinlich hätten wir ja das Spiel beendet, bis wir alle Bilder haben, weil wir müssen in die Höhlen rein. Nach dem Spiel quasi dann nochmal die ganzen Pistole suchen, habe ich auch keinen Nerv zu. Wobei wir eh zu wenig Munition dafür haben, um richtig loslegen zu können. Ich glaube 15 Schuss habe ich noch. Echt ein Witz oder so. Warte mal ganz kurz, dann würden wir mal kurz checken. Geht nicht? Scheiße. Dass ich mich umdrehen kann. Ich würde gern sehen, ob hier hinten uns ein Kannibale ist, wo wir runtergehen. Der Wasserfall ist ganz schön laut. Wir müssen gleich wieder essen und trinken. Ach, die Backe. Okay, sah gerade komisch aus, die Wand. Alter, kommt man da hin? Oder pass auf, damit kommen wir zu einer großen Schlucht, ne? Weil wir gehen ja richtig bergab, hier richtig runter. Trinken, essen. 14 Schuss, gut geschätzt. 14 mal Spaß und dafür haben wir stundenlang gesucht. Wenn wir irgendwie selber Munition machen könnten, wäre cool. So, ne, wir müssen jetzt erstmal das da nehmen. Ich hab's wieder vergessen, wie ging das? Ich weiß es doch nicht mehr. So. Also einfach E gedrückt halten, okay. Bis zum nächsten Mal habe ich das eh wieder vergessen. Und wieder 10 Kilometer runter. Oh, da unten ist es hell. Da hat jemand einen Generator aufgestellt oder so. Na gut, irgendwer muss ja die Seile hingepackt haben. Es muss ja irgendwie mal erkundet worden sein. Alter, wie weit geht's da noch runter? Können wir den mitnehmen? Mit der Wand könnte man da rüber. Ist da was Tolles? Als wenn sie schon sich die Mühe machen, da irgendwas hinpacken zum Leuchten.
Dann gehen wir da mal rüber. Na los, komm. Oh, Junge. Band, komm. Okay. Ich weiß nicht, hier geht es wahrscheinlich weiter und da geht es noch diesen Felsvorsprung. Ich gehe nochmal rüber, wir klettern nochmal rüber. Das war ja gleich ein Spielzeugteil oder ein Bildchen finden und ich das jetzt vergessen, nicht finden würde. Mal los. Eine Waffe nehmen. Weil es sah so aus, dass es hier nicht weitergeht. Wo wir jetzt runterklettern. Und hier liegt wirklich was, ein Scheißbuch. Also das, ja, toll, wow. Was kann ich damit machen? Habe ich da was von irgendwie? Hä? Wo ist es denn, das göttliche Buch? Nee, machen wir mal B. Hab ich hier irgendwas getan, geändert? Irgendwie nicht. Gut. Wir haben ein Buch eingesammelt, das sah aus wie die Bibel. Aber fragt mich nicht, was wir jetzt davon haben. Das Buch der Bücher. Das kann ich. Eigentlich, ich habe es ja schon vorher mal gesagt, ich will jetzt nicht Leute mit ihrer Religion beleidigen, aber ich bin eher kapitalistisch, glaube ich, weil ich würde eher die Seiten der Bibel verbrennen, anstatt Böllerscheine. Könnte man ja nochmal gebrauchen, wenn man hier rauskommt. Mal erstmal gleich schön essen gehen. Über 100 Dollar haben wir ja schon. Apropos Essen. Sollten wir unten nochmal gleich ankommen, hauen wir uns nochmal ein paar Snacks rein. Geht auch wieder richtig tief runter. Und der Wasserfall ist richtig laut. Ich hoffe, ihr hört mich laut und deutlich. Trotz Ausdauer. Ich bin echt gespannt, wo wir da rauskommen. Da läuft schon mal ein Kannibale weg. Hier mal kurz. Er hat uns gesehen. Na, kommst du nicht weiter? Na, trau dich. Das sind sogar zwei. Ah, verdammt, daneben. Ich esse trotzdem erstmal was. Mist. Bleib doch hier! Mach mal wieder Licht an. Bleib doch hier! Ach komm. Nee, wir wollen ja Rüstung sparen. Haben wir auch.
Ganz schön laut hier. Babys haben wir auch. Was ist das denn hier? Ist mir eigentlich Wumpe, was das ist. Auch die Leichen. Tut mir leid, wenn es so laut ist, aber wir müssen erstmal die Leichen haben hier. So. Was sind das für große Steinblöcke hier? Haben sich aber echt Mühe gegeben, den Steinchen, ne? Dann machen wir uns nochmal eine Verteidigung hier oder was zum Tarnen. Kriegen wir noch eine hin? Ich glaube, einen sollten wir hinkriegen. Zack. Boah, jetzt weg hier. Es ist ganz schön laut. Jetzt holen wir uns mal die Pfeile wieder. Gut, dass hier auch ein paar Stöckchen sind, immer. Und es geht immer noch tiefer. Aber egal, wer diese Babys gemacht hat, das muss ein Mutantenvieh sein. Das muss er hier sein. Ausgang oder geht's weiter? Wird geladen. Es geht weiter. Es geht. Ach du Scheiße. Das geht ja noch richtig weiter hier. Einmal geht es hier tiefer und einmal... Ein Bild. Ah, ein weiterer Hinweis, wo wir hätten graben können. Haben wir gemacht. Danke, danke. Und hier kann man Lucky Lucky machen. Ah, irgendein Mutant. Toll. Bin gleich da. So. Haben schon wieder Hunger und Durst. Das gibt's nicht. Was ist das denn? Wasser. Oh. Oh, wenn das so hier schon liegt, das ist scheiße. Dann müssen wir gleich tauchen. Aber ich habe noch keinen irgendwie. Wir haben nur diese Druckflaschen gefunden, aber noch nichts, wo wir. Geht's doch wirklich gut? Oh, kalt.
Ah, wo sind sie? 4 Stück haben wir aber. Füllt das Tauchgerät auf? Ja, welches Tauchgerät? Ich habe kein Tauchgerät. Das ist gerade ja mein Problem. Aber wir haben rohes Fleisch auch dabei. Scheiße. Ich würde sagen, mach mal Lucky Lucky. Und... ja, Tauchgerät am Arsch. Ich sehe ja gar nichts. Funktioniert die Taschenlampe unter Wasser? Oh, Alter, ich sehe doch einen Scheiß, sehe ich hier. Gib mir wieder das Feuerzeug. Gehen wir einfach hier weiter. Okay, wäre eine Möglichkeit, ein Lagerfeuer zu machen. Und wieder ein Bild. Was denn? Das ist, glaube ich, ein weiterer Höhleneingang. Ich speichere hier mal. Ich wollte mich mal wissen, was für einen Tag wir haben. 65. Ah, fuck. Ja, warte doch mal, lass mich doch was. Zum Notizenbereich im Buch, bla bla bla. So, jetzt machen wir Licht an hier. Toll. Machen wir hier das Feuer an. Wir gucken uns gleich die Notizen an. Bestimmt infiziert. Die haben uns hier echt gut geschlagen. So, ja, B, Notizenbereich. Was willst du? Forsche die hängende Höhle weiter. Ich glaube, das haben wir gemacht, oder? Okay, wir sind nicht infiziert. Geistige Gesundheit bei 80%. Warum ist unsere geistige Gesundheit bei 80%? Ah, weil ich ja seit Tagen bestimmt nicht schlafen war. Oh, dann machen wir uns noch eine Knochenrüstung. Oh, mal gucken, ob wir da jetzt rauskommen oder ob es da weitergeht. Da blinkt irgendwas. Also das war, glaube ich, irgendwie so ein Lichteffekt, der nicht hinpasste. Oh, Medizin. Medizin, Snacks.
Okay. Medizin. Uff da! Ei! Dann machen ja. Oh, Glück gehabt. Oh, der ist besessen. So, tot. Nicht. Jetzt habe ich dich entmannt. Tot. Und wieder halbe Knochen runtergeschlagen. Oh. Da ich nicht weiß, was jetzt noch kommt, also bin ich immer gezwungen, finde ich, diese Lagerfeuer aufzustellen. Wenn natürlich gleich ein Ausgang kommt, ist gut. Wenn nicht, wenn wir noch da tiefer kommen oder so, dann brauchen wir die Knochen. Und ich sehe auch gerade, wir sind schon bei über 42 Minuten. Ich werde das Video jetzt erstmal nicht hier beenden. Wenn es zu lang sein sollte, dann werde ich daraus zwei Teile machen. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall. Oh nein, es ist verdorben. Großfleisch, ne? Sieht zumindest scheiße aus. Rennt doch mal schneller ab. Sind wir verseucht? Nein. Aber meine geistige Gesundheit wird nicht besser. So, dann gibt es auch gleich wieder ein, zwei Knochenrüstungen. Sogar noch eine machen. So, eine würde ich sagen, lassen wir auf Reserve. Ach, was soll's, scheiß auf Reserve. Gib her. Es geht immer noch tiefer. Vielleicht wäre es mit dem Tauchen eine Abkürzung gewesen, was weiß ich. Irgendwie der Körperteile. Ach, ich bin falsch rumgegangen. Oh. Heinrich, du bist ein Horst. Okay, wir gehen bergauf. Das ist eher dafür, also es zeigt uns eher, dass wir den Ausgang finden. Wollen wir jetzt Katana sauber machen? Taschenlampe bitte. Ah, toll, ist auch nicht heller.
scheißen Dreck. Gib mir die... Ausrüsten, aber sowas von zacki, zacki, zacki. Wieso habe ich Munition, die ich nicht abfackeln kann? Habe ich keine Brandpfeile mehr? Ja. Die brauchen wir doch. Ach, geh weg, ich brauche den Scheißbogen nicht. Auf zum Mutantenspaß. Run, baby, run. Macht aber auch einiges hier kaputt. Schön brennen, schön brennen. Wehr dich nicht gegen. Einfach brennen. Ist ein tolles Gefühl, glaub mir. Nee, eigentlich nicht. Aber wie viel braucht der denn? Spider-Man. Ich weiß, es ist unfair, ich bin hier oben auf dem Felsen. Aber du bist halt ein Mutant und super stark und ich halt nicht. Ich bin halt normaler Mensch und bisschen gestört bin ich. Der brennt immer noch. Also der steckt viel ein. Im Nahkampf hast du, glaube ich, keine Chance gegen den, oder? Oh, das war der letzte. Habe ich da gerade was laufen sehen? Munition wechseln. Und bitte mal wieder ausrüsten. Kann man hier wieder hoch? Okay. Wer weiß, ob das der einzige war. Ich hätte erstmal gerne meine Pfeile zurück. Das alle? Kriegt man die als Brandpfeile zurück? Sieht nicht so aus, oder? So, dann haben wir was zu essen verdient hier. Oh, nee. Fuck it. Fuck, fuck, fuck. Da ist der nächste. Da ein Haufen Babys, wenn ich das richtig sehe. Scheiße, da war daneben. Och, daneben, das gibt's doch nicht. Jetzt richtig. Ja, renn zu deinen Babys. Fackel die gleich mit ab, ey. Das ist nicht gut. Erster. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich sehe nichts. Hopp, 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 hopp. Alter, wo ist der? Ah, Scheißendreck.
Warum geht der jetzt kaputt? Ist der unsichtbare Gegner oder was? Ach, diese Scheißbabys sind hier. Wo ist dieses Vieh wieder? Hinter uns! Und der ist auch schlecht gelaunt. Diese Scheißbabys. Super. Kommst du nochmal? Hey. Freundchen. Alter. Ich sehe nichts, wo du bist, Mann. Uhuhu. Alter. Diese scheiß Taschenlampe an. Ich sehe einen Scheiß, sehe ich hier. Alter, mach die Taschenlampe an. Wo ist der hin? Ah, der liegt hier. Auch tot? Alter, ich brauche so viel Alkohol. Das sieht man, das ist echt Dreck hier mit der Taschenlampe. Na komm, geh mal auf Babyjagd. Oder wir machen erstmal, warte mal. Weil die Wirkung der Brandpfeile verlieren wir ja. Wir kriegen zwar die Pfeile wieder wohl, aber. Ja, das sind die letzten. Wir brauchen wieder Alkohol. Alter, man sieht die auch nicht, ne? Diese Spider-Man-Viecher. Können hier rumlungern? Wenn die auch gleich wieder spawnen, dann kotze ich. Ach du Scheiße, hier geht's runter. Hier geht's runter.
Mach mal wieder Licht an, Mensch. Ich würde mich nur sehr um eine Taucherausrüstung freuen oder so. Ah, du bist tot, okay. Schwimmt er drin rum? Ekelfisch. Kommst du her, Ekelfisch? Bestimmt auch mutierte Ekelfische. So. Gucken wir kurz rein. Ne, sehen normal aus. Keine Ekelfische. Da steht doch wieder einer, oder? Sorry, es wird hier ein bisschen lauter. Das war sogar einer. Aber hier geht's nicht weiter. Sind wir doch da? Nee, hier sind wir wieder in so einem großen Raum. Ich muss echt mal in Erfahrung bringen, wo man diese scheiß Taucherausrüstung findet. Hier geht's ganz schön weit runter. Gut, ich würde sagen, versuchen wir es mal, weil hier ist er beleuchtet. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe wieder hoch. Ich sehe nichts. Ja, mir ist kalt am Arsch. Ich sehe halt nichts. Das macht keinen Sinn. Ja. Dann würde ich vorschlagen, mache ich hier einen Abgang aus der Höhle raus. Und das nächste Mal. Also ich werde erstmal die Mission abbrechen, dass wir hier jetzt die Höhlen durchsuchen. Denn ohne Taucherausrüstung macht das meines Erachtens keinen Sinn. Mir ist kalt, ich friere gleich, jawohl. Bin ich Lagerfeuer? Oh, schnell anmachen. Ich glaube, dann mache ich hier erstmal einen Break. Das Video geht auch lang genug. Ach komm, eine Stunde. Dann geht es halt länger. Es ist jetzt einfach, wir waren jetzt in der Höhle. Können wir einen Strich drunter machen. Wir brauchen eine Taucherausrüstung. Das ist viel wichtiger. Und ja, ich gehe jetzt einfach zurück ins Lager. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.